Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Oh yeah, wir befinden uns im vierten Kapitel. Und das wollen wir natürlich auch so schnell es geht abschließen. Also nicht so schnell es geht, natürlich wollen wir dabei unseren Spaß haben und so. Aber wir versuchen es trotzdem nicht allzu lange zu ziehen, weil das Kapitel alleine zieht sich schon lang genug. Nun denn, da wollen wir zuerst nicht vergessen, die Pflanze zu gießen. Das machen wir einfach mal als erstes. Ach ja, übrigens, es ist Wochenende, ich bin ein Hardcore-Badass, weil wir haben nämlich gerade 3:45 oder so, morgens, es ist Samstagmorgens, und ich habe einfach noch ultra Bock auf Aufnehmen gekriegt. Nun denn, guckt euch mal dieses Teil hier an. Das ist ultra gut, weil das ist nämlich jetzt voll groß geworden. So, und jetzt Staubsauger bereithalten und alles einsaugen. Das Wichtigste ist natürlich dieser, Diamant, ich weiß nicht genau, was das für eine spezielle Sorte Diamant ist. Auf jeden Fall gibt die scheißen viel Kohle. Ich glaube 50.000, wenn ich mich nicht irre. Oder Millionen? Keine Ahnung. Ey, das muss Millionen geben. Weil ich habe gesagt, dass wir den Betrag verdreifachen im letzten Part. Oh mein Gott. Naja, ach ja. Egal, was wir jetzt machen, wir nehmen erstmal Dings mit. Ach du Shit. So, wenn ihr das jetzt hört oder nicht, das stört mich gerade nicht. Ich nehme erstmal meine schlaue Liste zu Hilfe. Wir werden nämlich ein bisschen was vergessen und wir müssen ja gleich, weil jetzt gleich der Strom ausfällt, ja, dann müssen wir erstmal ein bisschen durch die Villa laufen. Ne? Ich denke mal, wir werden mit Sicherheit ein Part fast komplett in dieser dunklen Villa hier verschwenden. Das heißt verschwenden, wir rennen hier rum und sammeln cooles Zeugs ein. Also verschwendet ist das nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall erstmal Wasser, weil ich möchte zuerst gucken, ob ich oben auf der Dachterrasse schaffe, ohne meine Trigger-Tasten, die ganzen Pflanzen dort zu gießen. Das wäre natürlich cool. Ach übrigens, hier ist jetzt der zweite Flur auch hell geworden. Jetzt können wir hier lang gehen. Diese Bombenviecher sind jetzt nicht mehr hier, glaube ich. Ja, das ist sehr vorteilhaft. So, hier wird es aber wieder dunkel. Und das bleibt auch immer dunkel, glaube ich. Ja, ich glaube schon. So, Leben haben wir genug. Brauchen wir also nicht. Dachterrasse. Und jetzt wird's knifflig. Jetzt muss ich mir immer irgendeine Position einfallen lassen, wie ich am besten so viele Pflanzen wie möglich gleichzeitig gieße. So, die wackelt schon. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das wird hart. Erstmal ein Smaragd. Ganz klar. Gut für unser Geldbeutel. Das war ein Goldbarren. Ich würde sagen, hey, wieso vergesse ich denn jetzt den Namen davon? So, hier sehen wir gleich eine neue Art von Rubin. Das ist, glaube ich, derselbe Rubin, den auch König Buhu in seiner Krone trägt. Ja, das muss klappen. Ich habe voll Angst, dass ich da jetzt nochmal zurücklatschen darf. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Und ihr auch nicht. Das sage ich euch jetzt schon. So, die habe ich gleichzeitig geschafft. Ich muss alles hier gleichzeitig schaffen. Oh Mann, das gibt voll viel Geld. Ein Herz. Aus dir kommt aber bestimmt nicht immer ein Herz. Aber ein Smaragd haben wir immerhin noch bekommen. Wenn aus dir doch ein Herz kommt, dann ist auch egal. Geld, Geld, Geld. Und ein Herz. Das schaffen wir locker. Ich habe mir ja mal voll die Panik gemacht. So, und ganz viel Geld. Hier kommen jetzt noch mehr Pflanzen. Ich glaube, hier ist noch mal ein Edelstein drin. Nee, da nicht. So, wenn wir uns jetzt dieser Tür hier nähern, dann wird der Stromausfall beginnen. Ich muss erst noch kurz auf meine schlaue Liste gucken, was wir als nächstes tun müssen. Also, wir haben zwei, die ich jetzt gerade weiß, Geldgeister. Es kann auch sein, dass ich einen vergesse gleich während dem Stromausfall. Das ist gut möglich. Eine Maus können wir nicht holen. Den müssen wir nachträglich holen. Die habe ich geholt. Das habe ich... Was? Ach ja, klar. Da war ich ja so verwirrt. Da gucken wir gleich auf jeden Fall nochmal nach. So. Jetzt geht die Tür auf. Klassische Animation.
Und jetzt kommt der Stromausfall, weil ein Blitz einschlägt. Oh Mist. Wir haben uns natürlich zu Tode erschrocken. Schrecklich, das ist eine echte Katastrophe. Der Strom ist ausgefallen. Der Blitzeinschlag von eben muss die Ursache für den Stromausfall sein. Was ja? Bei dieser verdammten Finsternis sieht man nicht mal die eigene Hand vor Augen. Im Schutze der Dunkelheit haben die Geister freie Bahn. Sei vorsichtig, Luigi. Joa. Und das stimmt, was der da gerade sagt. Die kommen nämlich jetzt in Scharen. Und das Allerschlimmste ist, dass die uns alle so hart erschrecken. Boah, und da kommt immer mehr. Das hört gar nicht mehr auf. So, die sind jetzt wirklich überall. In jedem Raum gibt es jetzt ultra viele Geister. Also auch wenn die mal hell waren, die sind jetzt halt wieder dunkel. Ah, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ich hätte gerade richtig Lust auf einen Raum, wo Spiegel sind. Ich möchte gerade ganz dringend in die Eingangshalle zurück. Ah, jetzt sind diese Bombenviecher wieder hier. Mal weg. Euch kann ich nicht gebrauchen hier. So, war hier im Spiegelsaal. Ach, in diesem Dingssaal, ein Spiegel, ich weiß es nicht. Nein. Raus hier. Ah, wie viele Scheigeister, oh mein Gott. Aber im Klo ist immer ein Spiegel. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da viele Geister sind. Ich muss einfach alles bekämpfen, was ich finde. Ihr werdet alle sterben. Kommt raus. Ah. Hey, warum seid ihr denn mit Feuer bestückt? Ich hab grad Wasser dabei, aber... So, dich hab ich. Der andere, komm raus. Puh, das war gut. So auf engen Raum ist es ganz schön schwierig. Ich glaube, das waren die einzigen beiden. Jetzt möchte ich gerne erst meinen Teleport in die Haupthalle benutzen, weil ich möchte als allererstes ins Ankleidezimmer zurück, um zu gucken, ob der Geist wieder dort aufgetaucht ist, den wir im ersten Part verkackt haben. Beziehungsweise ich, nicht wir. Ihr könnt ja nichts dafür. Na, hier sind jetzt auch wieder ultra viele. Ah. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Mein Gott. Das Problem am Ankleidezimmer ist... Ah, toll, ey. So, jetzt geht mir erstmal Herzen wieder hier, meine Freunde. Wir wissen ja, Multikill bringt Herze. Oh, mein Gott. Mal weg. Du störst mich, du pinke Madame. So, und hier ist jetzt ein Geist. Das ist den man eigentlich fangen muss. Und, ja, ich will den aber jetzt nicht fangen. Und der ist nicht da. Gut, dann gehen wir jetzt erst in die anderen Räume und holen uns da die Geister wieder. Ey, aber was ich gut finde, ist, dass die Geister wegbleiben. Aha. Ah, Mist. Ja, ein bisschen muss man was fangen hier, sonst nerven die einen zu hart. Ich versuche einfach viele auf Multikill zu kriegen, dann habe ich keine Probleme. So, als erstes möchte ich nach Louis ins Zimmer. Und zwar hat der ein kleines Gimmick. Wenn es Nacht ist. Boah, gut, dass ich nicht in der Range war. Und ich sag euch eins vorweg, ich darf das Bett nicht zu stark anschütteln. Weil da nämlich der Geldgeist gleich drin ist. Nein, nein! Boah. Nein, geh von dem Bett weg! Oh mein Gott. Leute. So, hier müsste jetzt einer drin sein, laut meiner Liste. Und das stimmt. So, den fangen wir uns dann auch erstmal. Der ist nämlich so nicht hier im normalen Run. Beziehungsweise, weiß nicht, ob der so auch da ist, sonst liegt Louis da im Bett und danach ist der Raum hell. So, den ersten haben wir. Den können wir abhaken. Jetzt müssen wir ins Musikzimmer. Da ist der nächste. An dem Hocker, habe ich ja schon mal erwähnt. Beiläufig vielleicht. Ist aber egal. Auf jeden Fall habe ich ihn erwähnt. Ich hasse das eigentlich, wenn die Villa wieder dunkel ist, weil das stört dann ultra. Aber wir können nämlich gleich noch mehr holen. Boah, was ist los hier? Hier war doch der Billardspieler drin. Dann kann ich hier gleich auch nochmal was nachgucken. Ah, Leute, ist ja gut, wird doch verstanden.
Nein, das ist das falsche Zimmer. Mist, wo war denn der Spiegelraum? Wo war der? Spiegelsaal. Wo warst du? Nein, ich hab vergessen, wo du warst. Das kann doch nicht sein. Hä, wann kam der denn? Der kam doch relativ früh, da haben wir doch die Feuerelementmünze gekriegt. Ach, der war unten neben Madame Dings. Neben Le Carreau. Gut, dann will ich da gleich als nächstes rein. Los, erschreckt mich alle. Na. Ah. Nein, heute nicht. Oh nein, heute wieder nicht. Ich bin der geborene Ghostbusters hier. Mal hier, wie ich euch alle wegsnacke, einen nach dem anderen. Ist dann auch einer Chance gegen mich. Jetzt renne ich hier noch ein bisschen durch den Raum. Genau deswegen. Weil ich Schiss habe, dass hier noch mehr Geister kommen, während ich den Geldgeist fange, ist das natürlich ziemlich dämlich, weil wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man währenddessen gestört wird. Sofort im ersten Part, wie peinlich. Okay, ich denke mal, das war's. Bisschen Musik für die gute Stimmung. So, damit sich der Geldgeist auch gleich richtig schön fangen lässt. Hey, höre ich da nicht trotzdem noch ein Klavier? Sagt mir, ob man da noch ein Klavier hört. Ich glaube, ich höre da noch ein Klavier raus. Wir hätten sonst noch dieses komische Xylophon-Scheißzeug hier. Ist das ein Xylophon? Was ist das überhaupt? Ja, sieht so aus. Aber das ist es nicht, was ich meine. So, jetzt fangen wir erstmal einen Geist. Bei guter Musik macht das viel mehr Bock. Das macht voll Bock. Jetzt komm her. Ich habe hier immer noch nicht angesorgt, kann das sein? Wie schlecht. Oh, ich liebe dieses Zimmer. Okay, wir sollten hier rausgehen langsam. So gut die Laune auch ist. Was soll man tun? Man muss weiter. Aua. Menschenskinder. Ist das nicht ein bisschen zu laut? Auf zu Madame Le Carreau. Ja, Mann! Lasst mich in Ruhe. Und hier kommen jetzt wieder die Spiegelgeister. Aber diesmal kommen mehr auf einmal. Und das macht mich immer ein bisschen... Ja, einer ist hinter mir. Gut, dass man die wenigstens sieht. Ich fange ich mal vorsichtshalber. Aber ich glaube, so gut bin ich nicht mehr im ersten Run hier durchgekommen. Ah, lass mich in Ruhe, mein Freund. So, waren es jetzt alle? Oder kommen da noch mehr? Ich habe hier immer noch stehen, dass im Spiegelsaal im Erdgeschoss ein Käsestück versteckt ist. Und das will ich jetzt als erstes überprüfen. Das sind wir. Los, Luigi, wink mal. Hallo. Hä? Warum ist denn hier keins? Warum steht das denn da? Warum verarscht mich denn mein Zettel? Warum verarscht mich das Internet? Internet, verarscht mich nicht. Ich weiß zwar vieles selbst, aber nicht alles. Und das, was ich wissen möchte von dir, muss ja nicht immer falsch sein, oder? Leute, kommt schon. Ich habe jetzt gehofft, dass ihr mich nicht packt. Egal, deine Kollegin packt mich auf jeden Fall nicht, bevor ich dich eingesorgt habe. Und danach wird sie direkt mit verschwinden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dieses Käsestück hier schon untersucht habe. Scheinbar, oder? Ich muss näher ran. Ja, ich habe es untersucht, eindeutig. Nächstes Käsestück. Ah, yo, was ich vergessen habe, wo ich hinterher noch ziemlich sauer auf mich war. Jetzt habe ich euch natürlich eben schon dummerweise gespoilert mit dem Gegner. Dieser Typ, der dann im Ankleidezimmer stand. Das ist ja der nächste Bossgeist. Aber wie man sich wahrscheinlich denken kann, versucht Luigi jetzt,
unten im Keller in den Sicherungskasten wieder Strom anzumachen. Da, wo ich den Geldgeist so skillig gefangen habe. Ich nenne es jetzt mal so, weil es einfach ultra gut war. Ah! Ich wusste nicht, dass hier eine Geldmaus kommen kann. Eigentlich habe ich ein Käsestück vermutet. Können hier zwei sein? Nein! Das Problem ist, ich brauche jetzt Eis. Hier, friere, mein Freund. Friere. Auf dass dein Herz wieder normal werde. So, wie viele kommen noch von denen? Ich glaube, was war das? Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich denke so, was zum Fick passiert mir jetzt? Aber das ist ja normal. Hey, halt mal die Kiste weg. Cool. Das war jetzt im Ernst nur ein Gegner, der mich hier erschrecken sollte, oder wie? Naja, hat was. Dann stört er mich gleich nicht. Was haben wir hier? Nix. So, und da liegt ein Käsestück. Und das meinte ich eigentlich, nicht die Maus, die da eben war. Ha! Zwei Stück in einem Raum. Ist das nicht cool? Leute, verratet mir, das ist der Wahnsinn. Zwei Mäuse in einem Raum. Ich fange euch alle weg. Nein! Was sollen diese Tischdecken hier? Die machen mich wahnsinnig. Gut, dass ich jetzt hier auf den Schalter getreten bin. Das hätte voll peinlich werden können. Ja, die haben wir, die haben wir. Die nächste kommt erst viel später. Musikzimmer haben wir, Louis Bett haben wir und weitere weiß ich auch nicht. Ich würde eigentlich jetzt schon weitermachen wollen. Dafür müssen wir wieder ins Ankleidezimmer zurück. Diesmal befinden wir uns ja zum Glück schon im Erdgeschoss. Nee, halt, befinden wir uns gar nicht. Wir sind im ersten. Oh, Petman, du bist so ein Esel. Ja, diese komische Bowlingkugel da darf mich nicht treffen. Oh. Nun denn. Let's go back. Schneller. Au! Ich habe euch noch gar nicht zeigen können, beziehungsweise gezeigt. Nee, eigentlich habe ich es euch nicht gezeigt. Ich kann es immer zeigen, wenn ich will. Dass Luigi verschiedene Schreie hat, je nachdem wie sein Gesundheitsstatus gerade wie es gerade um ihn steht, würde ich mal sagen. Na jetzt Menschen, bleibt dann alle ruhig hier. Bam, wie im Training. Alle zusammenlocken und alle wegsaugen. Also je nachdem wie viel Leben Luigi hat, desto anders klingt dann sein Ruf. Umso weniger sein Leben beträgt, umso heftiger schreit er halt nach Mario. Weil er dann selbst in Panik irgendwie gerät oder sowas, ich weiß es nicht. Das war cool, den Raum habe ich gut gelöst. Jetzt habe ich einen Overheal, jetzt fliege ich aus der Gilde. Ja. Hier kommen allerdings keine Geister, weil hier halt der Bossgeist drin ist. Von daher. So, und der. Jetzt, wenn er diese Faxen macht, dann kann ich ihn eigentlich anleuchten. Ich möchte erst gucken, was der an seinem Herz stehen hat. Irgendwie interessiert mich das. Sagst du das jetzt schon? Niemand wird mich finden. Ich bin alt, verschroben und als wäre das nicht schon genug. Die Leute fürchten sich vor mir. Tun wir das? Komm, mach's nochmal. Ha, ich hab dich erschreckt, mein Freund. So, du bleibst jetzt schön hier in der Ecke. Dich will ich mal wieder mit einem Versuch machen. Keine Chance gegen mich, mein Freund. Keine Chance. Ich snack dich jetzt so weg. Ah. Mach den mach den Pilz weg. So, mal wieder einen ersten Versuch geschafft. Das ist doch mal schön. Jetzt kriegen wir einen Schlüssel. Ratet, wo der ist. Richtig. Für den Keller treffen. Raum, Keller, Tür, Raum, Keller. Was weiß ich, was das für ein Sicherungsraum war, das glaube ich. So, der war nämlich eben mal offen. Was heißt eben? In der letzten Aufnahme. Aber da war es ja auch noch hell und da verschließt man solche Türen natürlich auch nicht. Aber wenn es dunkel wird, wo man dann unbedingt rein muss, da muss man dann erst Geister machen. Meine Fresse, geht irgendwie auf den Sack.